Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ausgegeben mit Anlassreich heute wieder mein South Korean T-Shirt. Wir reden heute nämlich über meinen Koreanisch-Lernprozess und wie ich es schaffe, mir eine eigene Sprache beizubringen und wie ich es mache und alle Fragen drumherum. Also falls ihr es nicht wisst, ich bin halb Koreanerin und ich versuche momentan Koreanisch selbst zu lernen. Also ja, ich bringe es mir sozusagen selbst bei und heute machen wir ein kleines Q&A zu der Frage, wie schaffe ich es oder wie mache ich es, eine Sprache selbst zu lernen. Ich habe euch dazu auf Instagram gefragt, ob ihr mir mal diesen Fragensticker Fragen stellen könnt und das habt ihr fleißig gemacht und ich werde jetzt die folgenden Fragen mal beantworten. Ich glaube, diese Frage passt sehr gut an den Anfang und zwar ist die Frage, wie fängt man am besten an, also die ersten Schritte. Wenn wir das jetzt nur auf Koreanisch beziehen, dann würde ich sagen, fangt an mit Hangul. Hangul ist das koreanische Alphabet sozusagen und wenn man das nicht kann, ist es sehr schwer, Koreanisch zu lernen, da das sozusagen die Grundlage ist. Wenn ihr nicht mal das Schriftsystem könnt, ist es schwer, irgendwas anderes zu lernen. Es gibt dann auch diese Alternative mit Romanisierung, dass man einfach das Wort, wie man es spricht, ausschreibt, aber es hat meistens nicht genau die gleiche Betonung und wenn man es wirklich richtig betonen will, muss man einfach das koreanische Alphabet Hangul lernen und es war auch mein erster Schritt, den ich gelernt habe und bin dafür sehr dankbar und sehr froh, dass ich das so am Anfang gemacht habe. Wenn wir uns jetzt auf Sprachen im Allgemeinen beziehen, ist natürlich eine andere Frage, aber da würde ich auch sagen, erstmal das Schriftsystem lernen. Falls ihr eine Sprache lernt, die sich nicht auf das Alphabet beruft, dann erstmal das andere Alphabet lernen. Die nächste Frage ist, wie man am besten Vokabeln lernen kann. Das ist ziemlich lustig, weil ich möchte dazu bald ein Video drehen, da ich mir in den letzten Monaten auch eine Taktik angewöhnt habe oder so eine Strategie und wie ich es am besten mache und deswegen kommt dazu. Und deswegen kommt dazu bald ein Video, wie man am besten Vokabeln lernen und sich merken kann. Also bleibt gespannt für das nächste Vokabellern-Video. Hast du Leute, mit denen du nur diese Sprache sprichst? Ja, also aus dem Grund, da ich ja selbst halb Koreanerin bin, habe ich auch koreanische Familie, die auch nur Koreanisch spricht, beziehungsweise einige von ihnen können auch sehr gut Englisch, einige von ihnen können ein wenig Deutsch. Aber am meisten wird dann noch auf Koreanisch kommuniziert. Deswegen habe ich tatsächlich Leute, mit denen ich auf Koreanisch reden kann. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mit meiner koreanischen Familie nicht extrem viel Kontakt habe. Ja. Ansonsten habe ich mit meiner Oma, mit meiner koreanischen Oma, mit ihr rede ich ab und zu Koreanisch, beziehungsweise ich versuche immer sehr viel mit ihr auf Koreanisch zu reden, mit meiner Mutter ab und zu Koreanisch. Die nächste Frage ist, was hat dich motiviert, immer weiterzumachen? Und diese Frage zur Motivation wird mir irgendwie in allen Bereichen immer gestellt. Und wie schaffst du es immer so motiviert zu sein? Und wie schaffst du es, Sachen immer durchzuziehen und so diszipliniert zu sein? Und ich denke einfach, dass Motivation bei mir persönlich von meinen Zielen und meinen Vorteilen kommt. Das heißt, wenn ich überlege, warum mache ich eine Sache oder warum möchte ich es jetzt durchziehen und warum sollte ich mich jetzt motivieren, mich hinsetzen, das zu machen, dann denke ich daran, was es mir eigentlich hilft in meinem Leben. Und Koreanisch lernen ist eine Sache, die ich sehr lange schon machen wollte und deswegen auch schon einiger Zeit mache. Und es gibt viele Vorteile und viele Gründe, warum ich es mache, unter anderem mit meiner Familie zu reden, unter anderem um K-Pop und K-Dramas zu verstehen, unter anderem, weil es meine Kultur ist irgendwie. Es hat für mich sehr viele Gründe und immer, wenn ich mich daran erinnere, dann bin ich auch motiviert. Also ich denke, wenn man motiviert sein möchte, muss man einfach sich an seine Ziele erinnern und warum mache ich das eigentlich, warum habe ich damit angefangen und warum sehe ich heute eigentlich so komisch aus? Hey, ich sitze doch sonst nie so nah dran, warum sitze ich jetzt so nah dran? Soll ich zurückgehen? Ja, also wie gesagt, meine Ziele und auch meine Vorteile dieser Handlung motivieren mich dann immer. Alina fragt, wie lange braucht man, um eine Sprache sehr gut zu können? Das kann ich natürlich jetzt gar nicht so pauschal sagen. Ich kann sagen, dass ich seit eigentlich lerne ich seit 15 Jahren Englisch, weil ich schon angefangen habe. Also ich wurde anfangs bilingual erzogen, deswegen ich lerne eigentlich seit 15 Jahren Englisch und muss sagen, dass ich diese Sprache jetzt eigentlich schon relativ gut beherrsche. Und wenn ich jetzt überlege, ich lerne in der Schule seit 2,5 Jahren Spanisch und bin da gar nicht flüssig drin. Und Koreanisch lerne ich jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr und kann mich halt so auch so basic unterhalten. Also diese Frage ist natürlich sehr schwer zu beantworten, da es immer drauf ankommt. Es kann sein, dass du eine Sprache für 12 Jahre in der Schule lernst und sie immer noch nicht kannst. Es kann auch sein, dass du irgendwie ein Auslandsjahr machst und deswegen die Sprache perfekt beherrschst. Also das ist eigentlich ganz unterschiedlich immer und kommt darauf an, wie oft und wie intensiv du dich mit der Sprache dann beschäftigst. Die nächste Frage ist, wie weit ich denn im Allgemeinen bin. Und ich denke mal, das bezieht sich jetzt auf meinen Sprachstandard. Und ich würde sagen, ich kann so basic Konversation führen. Ich kann viel verstehen eigentlich schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Videos auf Koreanisch gucke, dann verstehe ich schon einiges. Ich kann mit meiner Oma eigentlich ziemlich gut konversieren, reden. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich irgendwie
sehr gut reden kann oder flüssig bin, weil das ist absolut nicht so. Ich denke, meine Grammatik ist auch sehr schlecht, wenn ich rede, aber ich kann mich schon so, ich kann mich etwas artikulieren und ich werde auch oft verstanden. Das ist eine sehr spannende Frage. Und zwar ist die nächste Frage, wo bekommst du die Vokabeln her? Okay, also ich lerne ja hauptsächlich auch durch Bücher. Also ich habe zum Beispiel ein Buch. By the way, ich habe ein Video mal gedreht zu dem Thema. Warum habe ich das noch gar nicht gesagt? Aber ich habe ein Video gedreht zum Thema, wie ich Koreanisch lerne. Also schaut euch gerne mal hier oben an. Weil da habe ich auch nochmal gesagt, wo ich eigentlich die Vokabeln herbekomme. Das habe ich denke ich schon so ein bisschen beantwortet. Da ich halt durch Bücher lerne, beziehungsweise durch ein Buch lerne und da die Vokabeln vorgegeben werden. Ansonsten sehe ich viel durch Videos, durch Serien, durch Filme. Und durch Websites. Es gibt ganz viele Websites, die Koreanisch beibringen. Wie integrierst du sowas in deinen Alltag? Das ist auch eine sehr spannende Frage und gerade weil ich ja selbst Koreanerin bin und deswegen ist es halt auch so ein Teil meiner Kultur, gerade deswegen ist es für mich relativ einfach, das in meinen Alltag zu integrieren, da wie zum Beispiel ja oft Koreanisch essen, dann versuchen wir immer das so auf Koreanisch zu bestellen oder keine Ahnung was, oder wenn ich mit meiner Oma telefoniere, rede ich meistens auf Koreanisch oder generell interessiere ich mich auch sehr für diese Musik da, also K-Pop höre ich tatsächlich auch und ich gucke auch K-Dramas, also die koreanischen Serien. Ja, also ich glaube gerade die koreanische Kultur ist aufgrund von K-Pop sehr groß und ich denke man hat da auch sehr gute Möglichkeiten, sich auch außerschulisch bzw. außer des Lernens, sich gut damit zu beschäftigen. Dann ist die nächste Frage, kann man eine Sprache lernen, ohne für irgendwelche Apps etwas zu bezahlen? Ja, also ich habe bisher noch für keine App Geld ausgegeben. Ich habe bisher noch für keine App irgendein Geld ausgegeben, da ich ja die Apps bisher nicht so überzeugend fand, die ich da gesehen habe, auf dem Markt. Und deswegen, ja, kann man auf jeden Fall, ob man generell um das Geld drumherum kommt, ist eine andere Frage, da ich jetzt ja auch zum Beispiel auch ganz viele oder einige Bücher gekauft habe zum Koreanisch lernen. Aber ich denke, auf jeden Fall kann man auch lernen, ohne Geld für Apps auszugeben. Also, eigentlich, ich denke sogar, man könnte es schaffen, ohne komplett Geld auszugeben, wenn man... Es gibt mittlerweile auch sehr viele gute, kostenlose Websites oder generell bei YouTube gibt es ja auch viele Tutorials. Also doch, ich denke schon, das geht, dass man auch... ganz kostenlos irgendwie lernt. Heutzutage ist alles möglich durch das Internet. Dann wird gefragt, ist es schwer für dich, andere Sprachen zu lernen? Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der Sprachen sehr gerne lernt. Also ich bin eher so ein sprachlicher Typ statt ein naturwissenschaftlicher Typ. Das ist auch schon mein ganzes Leben lang so. Immer war ich sehr motiviert, was die Sprachen angeht. Also in der Schule sind meine Lieblingsfächer tatsächlich Deutsch, Englisch, Spanisch. Und das sind die drei Sprachen, die ich lerne. Und ich würde auch gerne noch mehr Sprachen lernen. Ich weiß, ich bin sprachlich sehr motiviert und irgendwie sehr engagiert und sehr, sehr, sehr... Ich freue mich da sehr drauf und lerne gerne neue Sprachen. Dafür ist bei mir Naturwissenschaft eher so... Nein, danke. Und deswegen ist die Frage, ob es mir leicht fällt, auch einfach zu beantworten, da ich der Meinung bin, wenn man etwas gerne macht, dann ist es einfacher für einen, als wenn man ein Fach zum Beispiel gar nicht mag. Und dieses Fach wird dann auch natürlich schwieriger für einen sein, da man dann nicht motiviert ist, dran zu bleiben. Deswegen ja, für mich sind Sprachen relativ... Okay, einfach zu lernen ist blöd zu sagen, weil ich finde es nicht ganz einfach, eine neue Sprache zu lernen, vor allem gerade nicht bei Koreanisch. Aber doch, es ist... Das klingt irgendwie so blöd, jetzt würde ich so eine Sprache richtig schnell können, das kann ich natürlich nicht, aber es macht mir Spaß und deswegen ist es nicht so anstrengend schwierig, ja. Ohne Witz, die Hälfte der Fragen sind wirklich, wie mehr motiviert bleibt hier. Wie bleibe ich motiviert? Wie schaffst du es, dran zu bleiben? Was motiviert dich beim Sprachenlernen? Woher nimmst du deine Motivation? Wie du dran bleibst? Was hat dich motiviert, immer weiterzumachen? Ich habe schon beantwortet. Also, die letzte Frage kommt von Vicky und zwar schreibt sie, orientierst du dich an einem Lernplan und wie teilst du dir deine Zeit ein? Lernplan habe ich so nicht, da ich ja wie gesagt mit einem Buch über und dieses Buch hat, weiß ich nicht, 30 Kapitel und dann gehe ich halt immer von Kapitel zu Kapitel und deswegen brauche ich quasi das gar nicht, weil ich von diesem Buch einen Lernplan zur Verfügung gestellt bekommen habe und dieser Lernplan mir vorgegeben wird. Wie ich meine Zeit einteile ist wie folgt. Und zwar habe ich es gar nicht so, dass ich sage, ich lerne jeden Montag, Mittwoch und Samstag. Es wäre wahrscheinlich richtig cool, wenn ich mir das einteilen würde, aber das mache ich irgendwie nicht, weil es für mich kein Zwang ist, diese Sprache zu lernen, sondern eher so eine Art Hobby ist und sowas ist, was ich in meiner Freizeit machen möchte, wenn ich darauf Lust habe. Und deswegen mache ich es wirklich immer, wenn ich darauf Lust habe. Und wenn ich mir gerade denke, hey, ich habe gerade voll Bock, was zu lernen und habe gerade voll Bock, mich mit dieser Sprache zu beschäftigen, dann setze ich mich hin und mache ein Kapitel oder dann setze ich mich hin und gehe auf eine Website. Aber ich arbeite oft mit der Pomodoro-Methode und ich habe mal ein ganzes Video gemacht, wie ich für eine Stunde lang
diese Methode angewendet habe und ich habe das mitgefilmt. Also schaut gerne vorbei, falls ihr das mal sehen wollt und es euch interessiert. Das waren jetzt erstmal die ganzen Fragen. Falls ihr noch weitere Fragen habt zu dem Thema, schreibt sie gerne in die Kommentare und dann werde ich darauf nochmal reagieren und darauf antworten. Genau. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zugucken. Das finde ich echt klasse von euch. Abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, da ich momentan jeden Tag ein neues Video hochlade. Also bis morgen. Ciao. Ciao.